Hallo und willkommen zurück zu Feed the Beast Infinity Light. Erstmal einen ganz herzlichen Dank an euch für euren Support hier unter der Serie. Freut mich wirklich total, wie gut die bei euch ankommt. Und ich habe so viele Fragen jetzt bekommen. Ganz besondere, insbesondere auch zu den Resource Packs und zu den Shaders, die es gibt für Minecraft. Da gibt es ja alle möglichen Möglichkeiten, um das hier so ein bisschen, naja, moderner aussehen zu lassen. Nicht ganz so eckig und nicht so ganz so pixelig. Aber ich habe gedacht, die erste Season machen wir jetzt wirklich mal komplett Vanilla hier. Zumindest vom Aussehen her. Einfach weil jeder eigentlich weiß, wie die Sachen im Vanilla aussehen. Und die Resource Packs zum Beispiel, die sind teilweise schon ziemlich speziell. Da sieht man nicht so recht, was das Zeug eigentlich ist, was der Kerl da gerade abbaut in dem Let's Play. Das ist also ein bisschen schwierig. Da gibt es halt auch so komplett unterschiedliche Vorstellungen davon, was dann hier schön aussieht und was nicht. Ich finde das eigentlich ganz nett so hier, komplett Vanilla. Außerdem ist es ganz schön für die Hardware. Da habe ich dann keine Probleme mit Lags oder so. Wer weiß, wie das später wird, wenn hier dann mal ein bisschen mehr steht. Ich denke, Minecraft kann auch so ganz schön laggy werden, aber das werden wir ja dann sehen. Ich habe mir mal so ein paar Texture Packs angeschaut und zum Beispiel das Faithful Pack könnte man sicher auch ganz gut hier für ein Let's Play verwenden. Da sieht man eigentlich ganz gut, was das noch alles ist. Sieht einfach nur ein bisschen schöner aus, hat also ein bisschen mehr Texturen hier und geht natürlich ein bisschen mehr auf die Hardware. Ich denke, in der nächsten Season werden wir das dann möglicherweise verwenden. Vielleicht auch ein anderes. Ich kann noch nichts versprechen. Mal sehen, was da noch rauskommt und so weiter. Mal sehen, wann die nächste Season überhaupt ist. Im Moment sind wir hier in dieser Season unterwegs und ich habe gedacht, heute, beziehungsweise eigentlich haben wir letzte Episode schon damit angefangen, aber ich wollte jetzt endlich mal Stahl ran schaffen. Super wichtig, dass wir uns hier Tools herstellen können. Dann wollte ich auf jeden Fall mal nach Slimes schauen und eben die ganzen Ressourcen zusammensammeln, dass wir hier mal langsam mit dem Tinkers Mod anfangen können, so richtig, und nicht nur diese Steintools haben, mit denen wir nicht wirklich was anfangen können. Und ich habe schon mal ein bisschen was eingeschmolzen, glaube ich. Mal gucken. Ja, wir haben schon zwei Blöcke Iron, die können wir mal hier rausgießen. Und ich glaube, das ist nur so eine Vermutung, das muss ich noch testen. Das machen wir jetzt mal schnell zusammen. Was haben wir denn hier? Oh, wir haben gar kein Eisen mehr. Ich weiß nicht, mit Blei müsste es eigentlich auch funktionieren. Osmium. Osmium kommt aus dem Mechanism-Mod, den kenne ich auch noch überhaupt nicht. Den müssen wir uns auch unbedingt anschauen. Kann doch nicht sein, dass ich überhaupt kein Iron mehr habe. Na gut, dann müssen wir das später testen. Und zwar vermute ich, dass hier drin die Erze auch praktisch verdoppelt werden. Also man kriegt hier auch aus einem Erz zwei Barren raus oder zwei Barren in diesem Fall, wenn man das einschmilzt. Das müssen wir noch ausprobieren, da bin ich mir nicht ganz sicher. So, die Sonne geht bald wieder unter, müssen wir aufpassen. Nicht, dass hier wieder alles voll mit Creepern ist. Und ich habe mich jetzt ein bisschen umgeschaut wegen der Stahlproduktion. Das ist ziemlich schwierig, also aus den Rezepten konnte ich kaum was rausfinden. Das Einzige, was ich bis jetzt gefunden habe, ist dieser Metallurgic Infuser aus dem Mechanism-Mod. Der ist nicht allzu schwer herzustellen eigentlich. Der braucht so ein Steel-Casing. Da ist das irgendwie ein bisschen komisch mit den Rezepten. Aber wenn man ein bisschen sucht, findet man das. Das ist hier. Das kostet ein bisschen Steel, Glas und Osmium. Osmium haben wir schon gefunden. Da habe ich mich ja schon gefragt, was das eigentlich ist. Und jetzt wissen wir, wozu wir das brauchen. Einfach für die Sachen hier aus dem Mechanism-Mod. Und Basic Controls. Wie stellen wir das Ding denn her? Ich würde ganz gern wissen, wie man das baut. Brauchen wir den Metallurgic Infuser, um so ein Control Circuit zu bauen? Das wäre schlecht, weil dann kommen wir dann nämlich nicht dran. So, also in der Mod sind die Rezepte alle ein bisschen komisch, habe ich gerade festgestellt. Wir haben uns hier die Enrichment Chamber angeschaut. Man muss nur nochmal lesen, dann sieht man auch, was man da eigentlich macht. Hier ist der Metallurgic Infuser. Da gibt es zweimal den Furnace, Eisen und ein Osmium-Ingot. Also das ist total günstig eigentlich. Osmium haben wir. Da haben wir das Erz. Ich weiß nur noch nicht so recht. Okay, wir müssen mal kurz schlafen. Oh, das ist nicht arg. E öffnet keine Türen. So, gehen wir mal hier rein. Schlafen eine Runde. Und dann stellen wir uns das Ding her. Das sieht ja super easy aus. Ich weiß nicht, ob man Osmium in der Schmelze schmelzen kann oder ob man das... Oh, das ist ein Enderman. Wir brauchen unbedingt Enderpearls, aber ich weiß nicht, ob wir jetzt schon damit anfangen sollten, hier Enderman zu jagen. Ich glaube, die jagen uns zurück. Das ist keine gute Idee. Oh, das ist schon sehr verlockend.
Na gut, wir holen uns erstmal das Erz. Ich glaube, das habe ich noch nicht geholt, ne? Jetzt gucken. Osmium. 6 Stück. Dann werden wir einfach mal versuchen, was wir damit anstellen können. Ich schmeiß das erstmal hier mit rein. Dann gucken wir, ob wir da Barren rausbekommen. Das wäre eigentlich das Praktischste. So. Und ich glaube, das funktioniert nicht. Can't be molten. Okay. Man kann hier alles reinschmeißen, aber die wenigsten Sachen kann man dann auch wirklich schmelzen. Dann versuchen wir das anders. Dann schmeißen wir das mal in den Crusher rein. Schauen, was dann passiert. Geht auch nicht. Da kann man es überhaupt nicht reintun. Das sieht so aus, als könnten wir das nicht verdoppeln, das Erz. Mal gucken, was man mit Osmium machen kann. Osmium. Das kann man scheinbar wirklich nur mit dem Mechanism-Mod verarbeiten. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Wir können es also schmelzen, ganz normal. Oder wir bauen uns diese Enrichment Chamber, die haben wir schon gesehen, die war nicht so einfach zu bauen. Und da könnten wir das dann daraus 2 Osmium-Staub gewinnen. Das ist schon mal super cool, verdoppelt. Und dann geht es aber noch weiter. Ich weiß nicht, ob man das auch wirklich zu Barren einschmelzen kann. Auf jeden Fall gibt es diese Purification Chamber. Da kriegen wir 3 Osmium-Klumpen raus. Keine Ahnung, was man mit denen dann genau macht. Das müssen wir uns auch wieder anschauen. Ansonsten gibt es noch die Injection Chamber. Da kriegen wir Osmium-Shards raus. Also ich vermute, dass das dann was ganz anderes ist. Aber man kann es auf jeden Fall verdoppeln mit Hilfe dieser Enrichment Chamber. Das heißt, wir müssen die möglichst bald hinstellen, damit wir das verdoppeln können und nicht ganz so viel davon farmen müssen. Das ist, achso, das ist wieder was anderes, ne? Enrichment Chamber, das ist schon die richtige. Also wir brauchen dieses Steel Casing, das haben wir uns schon angeschaut, und dann brauchen wir diesen Control Circuit, dafür brauchen wir den Infuser. Das heißt, wir bauen jetzt erstmal diesen Infuser und dafür brauchen wir eigentlich nur ein Stück von diesem Osmium. So, das scheint nicht super selten zu sein. Mal sehen, wie viel wir davon noch finden. Hier haben wir schon einiges gefunden eigentlich. So, ein Osmium-Ingot. Dann können wir uns das Ding eigentlich direkt herstellen. Ich glaube, der musste in die Mitte. Mal sehen, ob wir schon alles haben. Ich glaube, wir müssen erstmal Furnaces herstellen, ne? Haben wir noch genug Stein? Stein? Cobblestone? Oh, es wird langsam eng. Ich muss unbedingt wieder raus und minern. Und dann müssen wir auch mal gucken, dass wir so Slimes finden. So. Achso, wir hatten sowieso einen Furnace. Den habe ich schon irgendwo aufgesammelt. Ich glaube, wir hatten hier vorher 2 stehen. Ich habe schon wieder einen eingesammelt. Und ja, wir wollten eigentlich auch diesen Alloy-Smelter bauen. Das kommt dann auch irgendwann. Iron Ingots, Redstone, sollten wir alles haben. Metallurgic Infuser. Yeah. So, den stelle ich jetzt einfach mal hier mit drauf, denke ich. Wir bräuchten auch mal irgendwas, um Energie zu speichern. Das wäre auch total. Ah, okay, der kriegt Energie von rechts hier. Das ist ja super cool. Nice. Dann würde ich nämlich das Solarpanel mal auf so einen Energiespeicher draufsetzen. Dann könnten wir da außenrum mehr Geräte mit hinstellen. Aber so funktioniert das eigentlich auch schon ganz gut. Immerhin 2 Geräte gepowert. Und da kann man auch Upgrades reinpacken. Cool. Supported. Speed. Okay, da kann man Upgrades für bauen. Soweit sind wir noch nicht. Wir wollen jetzt eigentlich erstmal Iron da reinpacken und Kohle, ne? Ihr habt ja auch gemeint, ich soll endlich mal Kohle verwenden und nicht die ganze Zeit hier Holz verheizen, aber Kohle ist eine total wertvolle Ressource am Anfang. Wir haben ja nur 30 Stück im Moment scheinbar. Ich glaube, hier haben wir auch noch was, ne? Okay. Wir haben also 1,5 Stacks Kohle und wir brauchen die für alles Mögliche. Zum Beispiel. Wow! Der hat die ganze Kohle aufgefressen. Und jetzt? Ach so, der speichert die hier drin. 280 Carbon. Also ihr seht, wir brauchen jede Menge Kohle. Wir brauchen Kohle für Fackeln, wir brauchen Kohle hier, um Stahl herzustellen. Das Enriched Iron müssen wir dann wieder da reinpacken und nochmal bearbeiten. Und dann müssten wir theoretisch Stahl daraus bekommen. Mal sehen, wie viel Energie das kostet. Das Solarpanel ist auch noch voll, also das sieht eigentlich ganz gut aus, kostet nicht viel Energie. Dauert nur ein bisschen und kostet halt jede Menge Kohle. Ja. Na gut, dann lassen wir das jetzt erstmal laufen. Wir brauchen, glaube ich, 8 Barren für eine Form. Wir müssen auch noch Formen bauen. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Oh, es gibt so viel zu tun. Gut, wir müssen uns auf jeden Fall die Hammerkopf und die. Wo müssen wir da hin? Hier müssen wir hin. Genau, wir müssen jetzt die Hammerkopfform bauen. Weil den Hammerkopf machen wir auf jeden Fall aus irgendeinem Metall.
Dafür brauchen wir erstmal so einen Steinhammerkopf, damit wir das gießen können. So, genauso auch den Axtkopf. Den machen wir auch auf jeden Fall. Ich denke auch aus Stahl, ehrlich gesagt. Mal gucken. Da wäre es nicht so wichtig. Den könnten wir auch aus Eisen machen eigentlich. Bei Minern ist es halt so super wichtig. Okay, ich glaube, das Ding drin ist fertig. Ist so leise. Jetzt schnappen wir uns erstmal... Erstmal das Inventar öffnen. Den Hammerhead. Und dann müssen wir hier drin... Alumite heißt das Zeug. Nee. Doch, ich glaube, das heißt Alumite. Herstellen und uns daraus die Form zu gießen. Jetzt packen wir das mal da rein. So, wir machen alles gleichzeitig im Moment. Aber es geht am schnellsten. Jetzt müsste da theoretisch Stahlstaub rauskommen. Yes! Super cool. Wir haben Stahl. Das ist schon mal ein riesen Upgrade. Und jetzt brauchen wir Alumite. Da müssen wir mal nachlesen, wie das funktioniert. So, jetzt gucken wir mal. Hier geht's zurück. Unter Ressourcen, Materials. Und wir wollen Alumite. Wo ist das denn? Das ist eigentlich sowas ziemlich Helles. Okay, ich hab's gefunden. Nicht ganz so einfach. Das heißt ein bisschen anders. Das heißt Aluminium Brass und... Dafür brauchen wir Kupfer und Aluminium, und zwar im Verhältnis 1 zu 3. Okay. Das heißt, wir nehmen jetzt mal ein bisschen Erz hier raus. Haben wir sowas überhaupt? Oh, ich glaube, wir haben das schon zu Staub verarbeitet. Kupfer? Nehmen wir mal 2 Kupfer und... Gut, wir brauchen sowieso mehr davon, ne? Gut, so viel haben wir aber nicht. Nehmen wir mal 3 Kupfer. Okay, dann brauchen wir 9 Aluminium. Aluminium haben wir nicht, wie es aussieht. Das ist schlecht. Bauxit ist auch Aluminium. Aber ich weiß nicht, ob man das schmelzen kann. Das ist wieder ein anderer Mod. Mal gucken. Bauxit ist ja eigentlich Aluminiumerz. Theoretisch. So, jetzt habe ich es auch dabei. Ich habe es noch in der Kiste liegen lassen. Warum auch immer. Jetzt packen wir das mal... Packen wir mal alle 3 damit rein. Dann hätten wir 6. Und... können dementsprechend 2 Kupfer mit reinpacken. Ja, da sind 6 Aluminium rausgekommen. Wunderbar. Das schmilzt richtig schön schnell, wie sich das gehört. Aluminium, niedriger Schmelzpunkt. Kupfer braucht ein bisschen länger. Und gleich ist schon wieder Nacht. Oh je. Das Osmium schmeiße ich mal wieder hier zurück. Gucken, wie es hier aussieht. Wir haben jetzt 9 Stahl. 8 brauchen wir. Also wir sind versorgt. Und jetzt müssen wir erstmal wieder eine Runde schlafen. Und dann können wir uns die Form gießen. So, da bin ich wieder. Ich habe scheinbar nur einen so Kupferstaub da reingeworfen. Das heißt, ich musste noch einen hinterher schmeißen. Warum auch immer, dass wieder nur einer wurde. Auf jeden Fall haben wir jetzt 8 Molten Aluminium Brass aus 2 Kupfer und 6 Aluminium. So, jetzt gießen wir uns mal die Form. Da seht ihr den Hammerkopf. Der ist jetzt weg. Früher konnte man den dann wieder rausnehmen. Das hat sich auch geändert. Der ist jetzt scheinbar verschwunden. Das heißt, stellt sicher, wenn ihr Formen macht, also Formen herstellt, so, das ist I, wir wollen E, dass ihr hier irgendwas verwendet, was nichts wert ist, also zum Beispiel Stein oder so, damit hier keine Ressourcen verloren gehen. Gut, nachdem ich das gesagt habe, lege ich hier jetzt einen Eisenbarren rein. Ich weiß nicht, was wir sonst nehmen sollen, wir könnten so ein Seared Brick versuchen, aber ich brauche auf jeden Fall eine Ingot-Form, also eine Barrenform. Und ich weiß nicht, ob das mit dem Brick geht. Wir können es natürlich einfach mal ausprobieren. Gut, ich glaube, ich nehme einfach Eisen, weil damit funktioniert das. Der wird dann verloren gehen, aber was soll's. Hauptsache, wir haben die Form. Yes. Super cool. Dann noch den Hammerhead. Ich komme hier immer mit der Steuerung so ein bisschen durcheinander. Ark ist das Inventar E. Minecraft ist das Inventar E. Und... alles komplett gemixt. Wir müssen hier auch unbedingt mal irgendwie den Boden ein bisschen ebener machen, dass ich da nicht ständig irgendwo runterfalle. Aber das kommt alles noch. Wir haben jetzt die Formen hier. Das heißt, wir könnten uns jetzt Stahl schmelzen und den Hammerkopf gießen. So, wir haben jetzt noch 5 Barren mit drin. Ich denke, ich lasse die da erstmal drin und gehe minern. Dann fülle ich das auf, bis wir einen ganzen Klotz haben hier. So einen ganzen, wie heißen die Teile? Ja, so einen ganzen, wie heißen die denn eigentlich? Kurz gucken. Die heißen Blocks. So. Bis wir einen ganzen Block haben, wir müssen sowieso, brauchen dringend wieder Ressourcen. Wir haben ja fast nichts mehr. Wir brauchen dringend mehr
Aluminium auf jeden Fall und ein bisschen mehr Osmium wahrscheinlich auch. Wir haben fast nichts. So. Das heißt, ich werde jetzt mal ein bisschen minern gehen. Ich werde mich auch ein bisschen umschauen, ob wir irgendwo Slime-Chunks finden. Slimes spawnen immer in bestimmten Chunks und die muss man erstmal finden. Da gibt es eben so eigene Slime-Chunks. Und da werde ich mich ein bisschen umschauen. Wenn wir irgendwo einen Slime sehen, dann wissen wir, dass da ein Slime-Chunk ist und dass wir da immer wieder welche finden können. Aber erstmal finden. Wir kennen uns ja noch null aus auf der Karte. Ich werde also ein bisschen rumlaufen, ein bisschen schauen, was ich finde. Und nebenbei dann auch nochmal minern gehen. Jetzt ist gerade, es ist schon fast wieder Mittag, aber ich denke, ich laufe jetzt ein bisschen rum. Schau mal, ob ich hier in der Gegend irgendwo Slimes finde. Und die Slimes sind total wichtig, um hier Teile für unsere Tools herzustellen. Die sind nämlich total gut, die Slime-Sachen. Die wären schon sehr nice. Notfalls müssen wir halt einfach andere Ressourcen verwenden, jetzt am Anfang für unsere Starter-Tools. Aber man kann es ja mal versuchen. Ich bin noch nicht viel rumgelaufen. Vielleicht finde ich ja doch irgendwo einen Slime-Chunk in der Nähe. So, ich bin hier gerade am Minern, immer noch in unserem Schacht. Und habe hier schon einiges gefunden. Hier gibt es jede Menge Eisen zum Beispiel. Ganz viel Redstone gibt es auch. Und Schienen. Die Schienen nehme ich jetzt erstmal noch nicht mit. Aber den Redstone brauchen wir auf jeden Fall. Den können wir nicht liegen lassen. Und ich habe gedacht, ich hole dich mal so ein bisschen dazu. Dann gucken wir mal, was wir hier so in den ganzen Wagen drin finden und so. Hier gibt es ja einige von diesen coolen. Wie nennt man die Dinger? Diese kleinen. Ja, die Dinger halt. Mal gucken, wie die genau heißen. Minecarts, ne? Minecarts mit so Kisten drin. Und da ist schon wieder ein Creeper da hinten. Nummer eins. Oh, das geht ganz gut. Oh, das Schwert ist weg. Dann nehmen wir die Pickaxe. Wir bräuchten dringend mal eine gescheite Waffe. So, mal sehen, was da drin ist. Wow, Gold ist gut. Was haben wir noch? Eisen natürlich. Oh, das wollte ich eigentlich nicht. Noch mehr Gold. Brot. Lecker. Schienen. Haben wir sowieso schon eine. Redstone haben wir auch schon. Oh, wir haben schon über einen Stack. Okay. Das ist, glaube ich, dieses Öl, was man braucht, um Schienen herzustellen. Das ist auch ganz cool. Also wir kommen auf jeden Fall nochmal wieder. Das ist im Moment so ein bisschen. Golden Apple. Den nehmen wir mal mit. Ich weiß nicht, ob man den einschmelzen kann. Man kann den essen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wozu der da war. Ich glaube, den Rest lassen wir erstmal hier, weil wir einfach noch nicht die Kapazität haben, so viel mitzunehmen. Wir wollen noch die anderen Minecarts checken. Also einen gibt es auf jeden Fall noch. Da habt ihr schon gemeint, ich soll den doch unbedingt ausräumen. Letztes Mal sind wir da dran vorbeigelaufen. So. Das hier ist also der Minenschacht. Und gerade überlegen, wo der andere überhaupt war. Ich glaube, das ist ja auch eine Sackgasse. Ich bin ja so überall in diesem Schacht am Minern. Hier gibt es unglaublich viele Ressourcen. Das ist schon mal ganz cool. Ich habe auch nach Slime-Chunks gesucht. Und wenn ihr nicht wisst, was ein Chunk ist, das ist mir auch erst danach eingefallen, dann kann ich euch das auch mal zeigen. Wenn ihr F9 drückt, dann seht ihr so, sieht man jetzt hier in der Höhle natürlich schlecht, aber dann seht ihr den Chunk. Das ist also praktisch so ein größeres Quadrat. 9x9 oder so in dem Dreh ungefähr. Mit F9 könnt ihr das aufrufen und dann seht ihr, ihr seid in diesem Chunk und entsprechend ist dieser Chunk auf jeden Fall geladen. Und da seht ihr eben die ganzen einzelnen Chunks, wenn ihr zum Beispiel einen Chunkloader habt, um diesen einen Chunk permanent zu laden, weil ihr da zum Beispiel eine Fabrik drin stehen habt oder so, dann braucht ihr diese F9-Taste, um euch den Chunk genau anzeigen zu lassen. So, wo war der zweite Minecart? Das ist jetzt die Frage. Das ist der, den wir schon kennen. Ich glaube, der war weiter oben. Gehen wir mal kurz wieder hoch. Ich denke, wir haben sowieso erstmal genug gesammelt. So. Dann müssen wir erstmal ein Stück zurück. Wir müssen hier eins hochspringen. Und dann müssten wir da wieder rauskommen. Wird langsam schon ziemlich unübersichtlich hier unten. Ich habe euch noch gar nicht gezeigt, dass man hier auch in die Schlucht rausschauen kann. Wir haben eine riesen Schlucht hier unten. Also, ziemlich crazy. Da gibt es auch noch viel zu erkunden. Aber das ist auch mordsgefährlich, was da alles rumläuft. Man hört die Zombies schon wieder. Das machen wir jetzt auch erstmal nicht. Wir gehen jetzt erstmal wieder raus. Und zwar ist der Ausgang hier.
Und da war eine Fledermaus. Eins weiter oben gibt es auch noch einen Minecart. Da gucken wir jetzt auch mal rein. Vielleicht ist da. Wow, das ist ein Slime. Jackpot. Super cool. Hier ist also ein Slime-Chunk. Das heißt, wir sitzen direkt auf einem Slime-Chunk. Und die gibt es in den Höhlen natürlich viel häufiger als irgendwo anders. Also oben in der Oberwelt praktisch. Das heißt, wenn wir hier alles so ein bisschen ausarbeiten, dann. Wir könnten hier auch extra einen großen Raum machen, den wir möglichst frei von Fackeln lassen, damit er dann Slime spawnen können. Das wäre auch ganz cool. Wir brauchen auf jeden Fall Slime. Jede Menge. Da ist der andere Minecart. Den haben wir schon mal gesehen. Ich habe ja auch ein bisschen weiter gemeinert. Da gucken wir jetzt auch mal, was drin ist. Eine Biene. Slime Pearls. Noch ein Golden Apple. Ich weiß nicht, was man mit Slime Pearls macht. Jede Menge Seeds. Gut, den Rest lassen wir auch mal hier unten für einen Moment. Aber jetzt wisst ihr auf jeden Fall, was da drin ist. So. Ich weiß noch nicht, wie nützlich das Zeug ist, aber wir haben auf jeden Fall ein bisschen was gefunden. Da sind wir auch schon wieder oben bei unserem Haus. Und hier waren eben drei Creeper und eine Spinne unterwegs. Ich bin erstmal ins Haus und habe so ein bisschen Inventar sortiert. Als sie wieder rauskamen, waren die alle weg. Möglicherweise gibt es irgendwie eine neue Mechanik, dass die tagsüber despawnen, wenn man sie nicht anschaut. Ich habe keine Ahnung. Ganz komisch. Creeper waren sonst immer permanent eigentlich, bis man sie weggeräumt hat. Ich habe uns auf jeden Fall mal so ein Eisenschwert jetzt hergestellt, damit wir uns ein bisschen besser verteidigen können. Da stehen jetzt auch immer genau die Stats dabei, das ist auch ganz cool. Und naja, ich fühle mich jetzt wieder einigermaßen sicher. Ich habe die Gegend wieder gecheckt. Ich habe nichts Gefährliches mehr gesehen. Ich habe auch mal ein bisschen Lava wieder mitgebracht. Kann man wieder alles voll machen. Wenn wir sowieso schon unten sind, dann können wir auch gleich Lava mitnehmen. Und wir haben jetzt festgestellt, dass das Ding hier die Erze also praktisch verdoppelt. Wenn wir da ein. Oh, ich habe immer Angst vor Creepern. Wenn wir da ein Erz reintun, dann kommen da zwei Barren raus. Das ist also super cool. Dann hätten wir uns am Anfang nämlich diesen Grinder oder wie das Ding heißt, sparen können. Diesen Crusher, glaube ich, heißt der, ne? Das war ja am Anfang so ein bisschen aufwendig, eigentlich den zu bauen. Braucht man nicht, wenn man die Tinker-Sachen herstellt. Den Staub braucht man ja nicht unbedingt. Das ist ja nur die Vorstufe zum Barren. Und das hier verdoppelt die Erze genauso. Gut. Jetzt habe ich wieder irgendwas gehört. Aber hier ist nichts. Alles klar. Dann holen wir jetzt mal dieses Aluminium-Brass-Zeug da raus. Ich habe hier mal eine Kiste hergestellt und da ist unser Ingot-Cast. Nehmen wir gleich noch den Hammerhead mit. Und den schmeißen wir da erstmal rauf. Holen die ganzen Barren raus. Damit da wieder leer ist. Man kann das theoretisch auch drin lassen, aber nur wenn man genau weiß, was miteinander verschmilzt und was nicht. Wenn wir da jetzt zum Beispiel Eisen oder so mit reintun, dann weiß ich nicht, ob das möglicherweise sich mit diesem Aluminium-Brass mischt und wieder irgendwas anderes ergibt. Und das wollen wir auf keinen Fall, weil dann haben wir dann so eine verrückte Mischung in drin. Das ist immer ein bisschen gefährlich bei der Mod. Deswegen bin ich da ganz vorsichtig und mache das vorher immer leer, bevor ich was Neues reintue. Theoretisch kann man dann natürlich alle möglichen Flüssigkeiten gleichzeitig drin haben. So, jetzt brauchen wir Stahl. Wir wollen ja den Stahlhammerkopf. Stahl habe ich hier rein, ne? Genau. Lassen wir mal einen drin. Acht nehmen wir mit. Und dann packen wir das alles hier mit rein. Acht Stück. Und die Hammerhead-Form packen wir hier rein. So, das sollte dann passen. Steht es da dabei, wie viel das braucht? Ne. Steht nicht dabei, wie viel man dafür braucht. Aber das waren immer acht. Ich nehme an, dass es immer noch acht sind. Also mordsteuer. Aber ich denke, das ist es wert. Wir brauchen wahrscheinlich dann auch zum Reparieren von dem Hammer immer Stahl. Das heißt, es wird noch teurer. Aber können wir jetzt im Moment nicht verhindern. Ist halt so. Ich bräuchte dringend blauen Slime. Ich weiß auch gar nicht, was man mit diesen Pearls macht. Das müssen wir uns auch noch anschauen. Blauer Slime wäre viel besser als grüner. Aber im Moment haben wir halt nur grünen. Mal gucken, was wir damit anstellen können. Oh ja. Ganz langsam füllt sich das Ding. Da brauchen wir auf jeden Fall viel von. Ja. Alles ist raus. Mal sehen, ob das reicht. Sieht aber ganz gut aus. Ja, der härtet schon aus. Das dauert nur ziemlich lang. Ziemlich cool. Dann haben wir jetzt einen Stahlhammerkopf. Das heißt, wir brauchen noch Platten und die Tool Rod, die Tough Rod. Und mal gucken. Genau, wir brauchen eine Platte und die. Ne, wir brauchen zwei Platten. Hier müssen wir auch noch eine reintun. Den Stein nehmen wir mal da raus. Das wird ziemlich aufwendig.
Die Platten machen wir wahrscheinlich am besten aus Obsidian und solchen Materialien. Irgendwas, was viel Haltbarkeit hat. So, das Buch habe ich auch hier mit drin. Nehmen wir das auch mal raus. Da können wir nochmal gucken. Und wenn wir dabei Materials gucken, dann ist Wood ganz nett, was diesen Ecological Buff hat. Das heißt, das Tool-Teil, also dieses Werkzeug repariert sich von selber. Das ist natürlich super cool, das sollten wir auf jeden Fall mit reintun. Hat natürlich ansonsten ganz schlechte Stats. Das heißt, man nimmt das am besten für so eine Platte vielleicht. Für irgendwas, wo es nicht viel tut. Ganz bestimmt nicht für den Handle, obwohl der Handle-Modifier auch akzeptabel ist mit 1. Ist zumindest nicht total schlecht. So, dann haben wir hier die Slimes. Wir haben den normalen Slime, da haben wir schon zwei von. Wird wahrscheinlich nicht genug sein für den Handle. Aber ist das schon auf jeden Fall schon mal ein bisschen was. Da hätten wir einen Modifier von 0,7 für den Handle. Können wir auf keinen Fall für den Handle nehmen. Okay. Wieso wollte ich unbedingt Slime? Genau. Weil der Blue Slime ganz anders ist. Wir brauchen Blue Slime. Der hat einen Handle-Modifier von 1,3, was total cool ist. Dann hätten wir viel mehr Haltbarkeit. Das wäre wunderbar. Die minus 50 machen da, glaube ich, nichts aus. Weil praktisch die Haltbarkeit des gesamten Tools mal 1,3 genommen wird. Wenn es da 50 wieder abzieht, dann ist das im Prinzip wurscht. Also das ist wahrscheinlich sogar das Beste für den Handle. Das beste Material. Weil die anderen. Okay, es gibt noch Ardite natürlich, aber das sind sehr so die High-End-Sachen, ne? Ansonsten ist das, glaube ich, wirklich mit Abstand das Beste. Da war gerade Stahl. Warum nehmen wir Stahl für den Hammerkopf? Weil wir damit Obsidian abbauen können. Weil Mining Speed ziemlich gut ist, Attack ist ziemlich gut. Wir kriegen auch noch den Sharp Buff. Das heißt, wenn wir einen Gegner treffen, dann blutet der erstmal. Wir werden das Ding, glaube ich, kaum als Waffe einsetzen, aber trotzdem nett. Durability ist nicht ganz so toll. Also ich nehme es vor allem wegen dem Mining Level und dem Mining Speed. So, ja. Dann geht es halt hauptsächlich um die Treats. Wo haben wir denn hier Obsidian? Firewood ist ein bisschen besser als normales Holz, hat ein bisschen mehr Haltbarkeit. Das können wir uns eigentlich herstellen. Nee, können wir nicht. Das ist ja so aufwendig, ne? Da brauchen wir ja diese. Na gut. Lassen wir das. Diesen Feuerstaub brauchen wir dafür. Mann, ist das viel Zeug. Irgendwo muss ja noch Obsidian mit drin sein. Obsidian, hier ist Obsidian. Das ist ganz nett, weil es Durability hinzufügt. Das heißt, wir haben ein bisschen mehr Haltbarkeit, wenn wir das verwenden. Das heißt, also es hält einfach ein bisschen länger. Es verliert nicht jedes Mal Haltbarkeit, wenn man es einsetzt. Das ist, glaube ich, der Buff, den man hier kriegt. Das heißt, das sollten wir auf jeden Fall auch verwenden. Dafür bräuchten wir aber theoretisch erstmal eine Diamant-Pickaxe, um das Zeug überhaupt abzubauen. So, jetzt ist schon wieder Nacht. Schnell ins Bett. Das ist also ziemlich aufwendig, sich hier gescheite Tools herzustellen, aber die sind halt dann auch richtig, richtig gut, wenn man das erstmal geschafft hat. So. Diamant habe ich noch überhaupt nicht gefunden. Das ist also ein Problem. Oh, ich sehe gerade, ich habe total die Zeit überzogen. Typisch Minecraft. Ziemlich viel erzählt heute. Wir haben auf jeden Fall diesen Hammerkopf hergestellt. Das heißt, wir haben schon das erste von wie vielen? Vier Teilen. Das heißt, wir sind schon wieder ein Stück weiter. Wir brauchen noch die zwei Platten und den Handle, ne? Und da muss ich jetzt mal gucken, was ich an Ressourcen auftreiben kann. Vielleicht finden wir noch Blue Slimes, aber ich glaube, wir brauchen so viele davon, dass das wirklich schwer wird. Da müssen wir wahrscheinlich irgendwas anderes nehmen. Ich werde mal ein bisschen minern. Vielleicht finde ich Diamanten. Dann könnten wir uns den, zumindest eine der Platten aus Obsidian machen. Das wäre super cool, dass wir hier diesen Haltbarkeitstreat bekommen. Das wäre wirklich, glaube ich, so was ziemlich Wichtiges, weil das Teil sowieso ziemlich wenig Haltbarkeit hat. Sonst können wir das kaum verwenden. Okay. Ich hatte eigentlich geplant, das Tool heute fertigzustellen, aber sieht so aus, als wird es dann erst nächste Episode was. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dann. Tschüss.